Moin moin, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars. Oh Gott, ah, schon wieder wie schon wieder wie letzte Folge, sorry. Mann, verdammt. Ich krieg einfach keine vernünftige Begrüßung. Rowling und Harry Potter. Harry Potter und der. Ich habe ein Star Wars Thema genommen. Alles klar. Also, auf jeden Fall, wir spielen wieder Cards Against Humanity und mit dabei ist wieder Leon von der Gamerpraxis und Hallo. Oliver, also alias OckGamer von Direwolves. Wird also, Direwolves. Erstmal, und, ja, okay, dann stellen wir das klar. Erstmal sind du uns beide als Projekte. Sag's auch noch OckGamer. Oh, das war ein TTT, oh, da haben wir privat ja. TTT gespielt, da hat auch jemand OckGamer genannt, oh, da war aber eine Diskussion in der Runde, oh, lieber Ja, da bin ich erst verliert. Und dann hat er dem einfach einen Headshot mit der Schrotflinte gegeben. Und er war auch noch Traitor, das war halt das Witzige. Okay. Weil er hat ein letztes Mal einfach gesagt, zum Abschluss, schaut auch mal bei unseren anderen Projekten. Als ob wir keine Gefühle hätten. Okay, gut, mit der Trauerfeier ist jetzt Schluss. Ich würde sagen, jetzt wird gezockt. Jo. Also, mehr Punkt, Punkt, Punkt braucht kein Mensch. Also, Oliver, was brauchst du denn nicht mehr? Brauchst du nicht mehr Future Gaming? Findest du das nicht auch so? Ja, irgendwie schon. Oder mehr Content von Future Gaming. Wer das nimmt, das wähle ich. Boah, ey. Alter, oh Mann, ich überlege gerade, ob ich hier richtig Beef starten soll oder nicht. Sobald es gegen die Gamer packst du sich mal den, der das schreibt, aus dem Discord einfach raus. Für immer eine Permaban. Ich hacke ihn. Irgendwie ist das alles, was ich habe, so ein bisschen gut. Jetzt komm, haut was raus, Jungs. Ich höre jemanden schreiben, das macht mich schon wieder so nervös. Oh, und es ist auch noch eher, Alter. Wenn er jetzt Beef startet, dann ist vorbei. Ach komm schon, das ist doch hier so ein richtig geiles Projekt, wo Attacke gemacht werden muss. Okay, Alter, ich hab jetzt richtig Bock, Beef zu starten. Nee, oder? Nein. Ich halte mich da erstmal raus. Ich habe hier gerade vier so gute Karten, die... Soll ich das... Was soll ich... Okay, ich halte mich noch zurück. Mann. Also mehr... Transversit... Was? Transvestiten. Transvestiten braucht kein Mensch. Ja, okay. Mehr Euterbutter, Butter, die aus dem Euter einer Kuh geschabt wird. Mann, das ist beides nicht gut. Schade. Jawoll! Ich dachte, dass für Oliver einfach nur mal Future Gaming uns fertig macht, wollte ich seins nehmen. Alter. Gut. Was ist am meisten Emo? Alles klar, jetzt lass mal hier richtige Emo-Sachen hier raus. Okay. Was ist am meisten Emo? Wenn du furzt und etwas Kacke herauskommt. Ja. Okay. Was ist am meisten an Emo? Vergewaltigung. Let's claw. Was ist an Vergewaltigung zu Emo? Gar nichts. Ja. Yeah. Hey, wo ist Leon hin? Weiß ich nicht. Traurig. Beef. So. Ich liebe meinen Kaffee so, wie auch Punkt, Punkt, Punkt. Liebe, Schwanz, was? Wie ich auch Punkt, Punkt, Punkt liebe, schwarz. Oh,
Jetzt verstehe ich das. Ich verstehe es halt noch nicht. Ich liebe meinen Kaffee so, wie ich liebe schwarz. Verstehst du? Wie ich auch meinen Humor liebe, schwarz. Das mit dem Schwarz verwirrt mich immer noch. Ich habe gerade glaube, irgendwas steht auf meiner Leitung. Wenn der Kaffee pur ist, dann ist er schwarz. Ja. 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 Wow. Ja gut, zu dem Schwarz gut, passt das zwar nicht, aber... Daran habe ich auch dran gedacht, zum Beispiel, ich liebe meinen Kaffee so wie auch meine weißen Kinder, schwarz. Es macht halt keinen Sinn, dass man... die mein Kaffee so schwarz wie auch meine weißen Kinder anders kann. Weißen Kinder. So, oh. Okay. Ich liebe meinen Kaffee so wie auch der erste Mensch-Tier-Hybrid. Die Mischung aus Mensch und Ferkel. Forscher nennen das Merkel, ja, okay. Oder Kindermodell. Ja. Es war einfach besser. Nice! Oliver, das geht so nicht, dass der gewinnt, der uns beleidigt hat. Am Ende von Naruto ist... Das Ende von Naruto ist... Das habe ich doch gerade vorgelesen. Nein, am Ende von Naruto ist, hast du vorgelesen. Ich habe dich gleich vorgelesen. Boah, ey, willst du jetzt wirklich hier Beef anfangen? Komm, na, du kannst doch kein Beef anfangen, du würdest jetzt nicht bauen. Alles klar. Erstmal das Handy wieder herholen. Oh, Achtung, liebe Zuschauer, das wird gleich laut. Mal gucken, was kommt, das dauert ja immer ein bisschen. Es ist das Einzige, das passt, also. Also, das Ende von Naruto ist... Das Ende von Naruto ist eine Tonne voller Scheiße. Ja. Das Ende von Naruto ist ein starker Mongolid. Ja, finde ich zuerst irgendwie um einiges besser. Ja, okay. So. Wie er erstmal wieder Werbung macht, was wir ja eigentlich lassen wollten. Okay, Studien ergaben, dass gut für die Gesundheit ist. Ja, also hier würde jetzt zum Beispiel die Gamer-Praxis gut passen. Ja. Ey, es gibt doch zwei, die so perfekt passen. Ich nehme das zweite. Alles klar. Dann geht's los. Studien ergaben, dass eine Landmine, dass in eine Landmine laufen und dumm gelaufen sagen, gut für die Gesundheit ist. Ja, also das ist, ja, in der Tat, das ist guter Start. Sehr gesund, ja. Okay. Und Studien ergaben, dass den Kindergeburtstag mit 2 Kanistern Benzin beenden gut für die Gesundheit ist. Alter. Ja, ich sehe schon das gesamte Gebäude brennen und... Vor allem auch die Kinder und so. Ja, ist vorbei. Kommt ja. Hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder vorbei. Ja, nee. Ich glaube, die begehen lieber Selbstmord, ne? Ja, die bringen sich halt mit dem Benzin halt selbst um, ne? Achso, die Kinder haben das Benzin geschüttet. Achso. Ja, genau. Ja, das kann auch gut sein, ne? Ich dachte eigentlich, dass jetzt so dann irgendwie dann der Gastgeber so sagt, mir jetzt vorbei und dann das. Aber gut, wenn die das selbst machen, finden so in der Garage eigentlich so für Notfälle die Benzinmänner für eine Zombie-Apokalypse und fackeln mal kurz das Haus so innerhalb von ein paar Sekunden mal kurz ab. Und ja. Alle kleinen Freunde. Und die ganze Familie. Also das hört sich gerade irgendwie so aus, da Kinder sind ja alle meine kleinen Freunde, die sind... Es geht schon wieder zu weit. Ich glaube, er sollte sich langsam entscheiden. Okay. Ja, also...
Ja, ne, das ist, ne, die Landmine ist zwar schon so mit dem dumm gelaufen sagen schon ein bisschen lustig, aber das Üblere ist, glaube ich, echt das hier. Verdammt. Jetzt holt er auch noch Jawohl. auf. Ich Ja, habe ist einen doch gut Punkt, so. wow. Ja, wir haben zwei. Wow. Okay. Was ist denn Ehrenjägerskeller? Wer Wollen wir ist was das? anderes nehmen? Ja, wer Ja, ist kann das? ich auch Keine nicht. Ahnung. Das Oh hatten wir nein, das schon. hatten wir schon. Das hatten wir schon. Punkt, Punkt, Okay, Punkt, so ja. möchte ich sterben. Ah, ich Alles muss den klar. Hoff fragen, um das zu skippen. Das skippen wir auch mal. Warum? Ich hab hier was. Nee, gerade eben ist so. Ja, ich muss fragen, Was? um zu skippen, habe ich die Nachricht auch geskippt. Also es ist so unten in der Mitte vom Bildschirm auf. Was? Ne? So. Oh, ich habe zwei Sachen, die passen. Ja, okay. Ich bin auf jeden Fall ready. So. Sich die Hose vorscheißen und einen Schlaganfall vertäuschen, um das zu vertuschen. Alter. Die Okay. Vorstellung alleine, Alter. Steht, du stirbst da dran, nur damit es keiner mit. So möchte ich sterben, okay? Ein Teddybär. Alter, jetzt geht's wieder Richtung Kinderspielzeug. Ein Teddybär in die Augen. So möchte ich sterben. Wieso stirbt er da dran? Beißt der Teddy zu? Wie soll er denn zubeißen, wenn es in die Augenhöhle geht? Ja, ich weiß auch nicht, wie es bei dir so ist, aber unter dem Pimmel baumeln. Ja, man könnte vielleicht einen Herzinfarkt bekommen, keine Ahnung. Alles klar, jetzt geht er. Nee, wähl einen, das geht Warte, mir. warte, warte. Du würdest dabei aber vorausschließen, dass der, der es tut, schon an die 40, über die 40 zugeht, weil es da um einiges wahrscheinlicher ist, ein Herz zu bekommen. Nee, das muss ja nicht sein, das kann ja auch einfach, keine Ahnung. Dass man da dran stört, warum? Warum geht man da dran, dass der Teddybär eigentlich lebendig sein muss? Wie soll denn ein. Egal. Nein, der Typ bekommt einen Herzinfarkt. Ja, aber vorher das mit dem Abbeißen, das müsste. Na Ja. gut, das mit dem Abbeißen, Ich sehe schon, es geht schon in eine bisschen falsche Richtung. Beides ja. irgendwie gut, aber es ist ja. Teddybär gewinnt Safe Call. Nein, der Schlaganfall kommt. Wow. Oh. Warum machst du so eine Werbung? Das ist doch Kacke. Was war das denn für eine Werbung? Ich habe nur gedacht, weil ihr beide gerade so darüber geredet habt, dachte ich, dass Seins es wirklich gewinnt. Ich habe gerade erstmal 3 Sekunden gebraucht, um das mit der Werbung zu checken, weil ich erst gedacht habe, er meint so, ja, sich selbst im Schlaganfall vertäuschen, hä, was ist das bei mir Werbung? Okay, Mama, was gibt es zum Mittag? Ja. Also, Leute, was gibt es zum Mittag bei euch? Alter. Okay. Alter, was war das denn gerade für eine Lache, Alter? So eine fiese Lache. Das war keine fiese Lache, Alter. das war, als ob du gerade ein bisschen. Als ob der so geistig weggedreht. Ich glaube, da war doch das herzförmige Kokainklümpchen dabei oder eine Wodka in der Wasserflasche oder sowas. Ich habe noch ein paar ganz gute Flager. Oder wie Oliver sagen würde. Kommt noch was? Ich warte auf deinen Einsatz, das mit dem hast du. Das musst du nicht trocken raushauen. Und wie Oliver sagen würde. Ich bin Okay, kein machen wir Dumm. das Hör einfach. auf. Mann, Mama, was gibt es heute zum Mittag? Wer seltsamer Geschmack, den man im Mund hat, wenn man Zigaretten raucht und Energy Drinks trinkt? Mama, was gibt es heute zum Okay. Mittag? Fatale Autocorrectness-Verständnisse. Warum ist beides jetzt nicht so toll?
Keine Ahnung. Ey, das Jawohl! ist doch nicht dein Ernst. Das erste vor immer Geschmack. Ja, Mensch, ja. Aber die Autokorrektur-Missverständnisse sind geiler, Stopp. Sind lustiger. Nein, nein, ich bin nämlich gegen Zigaretten und gegen Energy Drinks und Alkohol und sowas. Okay, Also ja, muss ich das andere nehmen. Ich auch. Okay, anstelle der Juden hätte sich Hitler mehr Sorgen um machen sollen. Um die Alliierten. Okay. Bei mir passt es nicht so richtig. Muss ich das einfach nehmen? Ich werde so. Scheiße, ich habe auf Kreuz gedrückt. Dann gebe ich es einfach. Du kannst doch auch einfach verschreiben. Ja, tue ich doch gerade. Okay. Ja, gut, jetzt mal einen Schluck trinken. Damit werde ich zwar nicht gewinnen, aber trotzdem. So. Okay. Anstelle der Juden hätte sich Hitler mehr Sorgen um Pädophile machen sollen. Ja, okay. Schauen wir mal. Anstelle der Juden hätte sich Hitler mehr Sorgen um ein Kind, das einen Pädophilen aus Rache vergewaltigt machen sollen. Ja, okay, ja. Wieso kommt dann immer sowas Ähnliches? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das eine ist halt ausgeprägter als das andere, aber sonst relativ ja, ähnlich. Und deswegen muss ich das leider auch nehmen. Ja. Ist ja, halt. Das war so richtig traurig. Ja. Schon keine okay. Lust mehr. Mensch. Ja, ich liege zurück. Punkt, ja. Punkt, High Five, Bro. Ha. Alles klar. Warte. So, jetzt dauert es wieder 10 Minuten. Boah, okay, das hier ist, glaube ich. Ich hab was. Nee. Das mache ich weg und ja, da komm. So. Leon, hast du gerade gesagt, du hast was Böses genommen? Was? Also, wenn du die Geschichte... Du hast was Böses genommen, also bitte nicht hier in dieser Aufnahme. 10 bis 12-jährig. Oh Gott. Yo, hast du sie richtig rangenommen, oder was? Hast du sie richtig durchgevögelt, oder was? Warte, ich mein Headset war kurz aus. Was ging's? Dass du sie so richtig durchgenommen hast. Was? Ein Baby so lange schüttelt, bis es endet. Alles klar, Bro. Alles klar, ihr seid so dicke Hurensöhne. Was denn? Ich hab das doch gar nicht gesagt. Wer von euch beiden hat das gesagt? Ich nicht. Okay, der andere, okay, tschüss. Nein, ich hab nicht. Wow. Ernsthaft? Ernsthaft? Du hast das gesagt, das war deine Strafe dafür. Alles klar. Ihr werdet schon mega geraged, alles klar. Du hast damit angefangen. Ja, ist klar. Ich weiß echt nicht, was ich nehmen soll. Also, 10- bis 12-Jährige. Naja, die hat ja Leon schon genommen. Also. Ja, Wunder. Jawoll! Einfach, dass er so manipuliert einen. Ich glaube, ich krieg ihn mal raus. Ja, ist klar. Warte. Ich hab... Ban, Mute, Ban Customs. Alter, ja, remove player klar. From the game. You could also just hit them AFK to fix the stalled game. Okay. Ja. Good. Was ist der wichtigste Bestandteil der neuesten Trend-Diät? Trend-Diät. Ja, okay. Da würden mehrere bei mir passen. Eigentlich ja jedes.
Okay. Was ist der wichtigste Bestandteil der neuen Trenddiät? Vergewaltigung im Knast. Was ist der wichtigste Bestandteil der neuesten Trendität? Nein, oh, ups. Beide Seiten des Klopapiers benutzt. zu was soll ich mehr tendieren? Das eine ist ekliger als das andere. Egal, dann guckst du das andere an, das ist das wieder ekliger, das wieder das ekliger. Vergewaltigung im Knast ist doch so basic. Ah, basic muss man gewinnen. Jawoll! Schade. Boah, ey, ey. Oliver, da wolltest du mich schon wieder den Sieg kosten ey, lassen. Aber Vergewaltigung im Knast, das ist doch eigentlich dasselbe. Hä? Hallo, jetzt liest vor. Alles klar. Also, die Alternativ... Was? Die Alternativmedizin bedient sich nun den heilenden Kräften von... Erstmal was trinken. Boah, 27 Grad in meinem Zimmer. Ich glaube, ich tick aus. Das muss einfach heilen, das, was ich ausgewählt hat. Das glaubt mir. Alles klar. Die Alternativmedizin bedient sich nun den heilenden Kräften von Sex während der Tage in ihr Kommen, die Daumen reinstecken und mit Simba über die Stirn streichen. Was? Sex während der Tage in ihr Kommen? Den Daumen reinstecken? Mit ihr, in ihr Kommen? Achso, ah, ja, okay. Ja, oh Gott. Brain AFK. Ich hab sogar das mit dem Simba-Teil verstanden. War das nicht in König der Löwen, dass der Alte da... Denk schon, ja. Okay, und die Alternativmedizin bedient sich nun von heilenden Kräften von... die Flüchtlingskrise. Alles klar. Ja, die Flüchtlingskrise ist jetzt hier. Ja, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht so. Ich fand beides insgesamt nicht so. Ja, irgendwie alles, ja. Aber, boah, Flüchtlingskrise, nee. Sorry. Ist immer noch witzig. Ist dir was aufgefallen? Eigentlich wollten wir ja gegen ihn spielen, weil unsere Projekte bezeichnet hat und jetzt hat er. Ja, das habe ich mir auch schon die ganze Zeit aufgefallen. Ich warte jetzt. Alles. Och Mann. Was ist ein Horcrux? Keine Ahnung. Wollen wir was anderes nehmen? Also ich weiß es, das ist Harry Potter. Okay, wir nehmen was anderes. Ja. Ey, warum hast du es geskippt und warum ich nicht? Weil ich der Host bin. Genau. Hast Punkt, 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 du im Hirn. Hast... Alles klar. Dieser Satzbau, hast du im Hirn? Hast du zum Beispiel. Hast Käse du im Hirn? Ist dieser Satzbau. Ja, irgendwie so ein bisschen Yoda-mäßig. Ja. Okay. Ah, das passt nicht, aber ist okay. Hast? Das ist, glaube ich, das Beste, was ich theoretisch nehmen konnte. Assassinen, die ewig im Verborgenen lauern und merken, ihren Einsatz seit Ewigkeiten verpasst haben, du im Hirn. Ja. Fast. Ein Tumor mit seinem du im Hirn. Das letzte verstehe ich nicht. Irgendwie finde ich das erste besser. Naja, echt? Ja, ja, irgendwie okay. Schon. Ich verstehe das letzte halt nicht, mit dem Tumor mit Zähnen im Hirn. Ja, ein richtig boshafter Tumor halt, der sogar mundet und in deinen Hirn einfach frisst. Punkt, Punkt, Punkt. Die Ursache meiner chronischen Blähungen. Ey, da würden die ersten beiden von mir so gut passen. Ich muss jetzt erstmal ein paar rauslöschen.
Ja, okay. Was? Ich hab. Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Entscheid dich doch mal. Mach das weg und das da. Komm, ach, das ist ja. Also, der Arsch als Konfettikanone benutzen, die Ursache meiner chronischen Blähungen. Eine Schnappschildkröte, die in die Spitze deines Penis beißt, die Ursache meiner chronischen Blähungen. Das erste passt auch, das andere verwirrt mich. Ja, passt halt nicht. Ja, gar nicht. Ist halt Kacke, Madu. Also. Alles klar. Lecker bis zum letzten Tropfen. Alter, bist du ein Vampir, der Blut trinkt, oder was? Ah, ich habe so mehrere, die passen. Alles klar, erstmal nochmal was trinken. Oh, nee, okay, dann nicht. Das muss man jetzt gewinnen. ein benutztes Kondom. Lecker bis zum letzten Tropfen. Das verstört mich, wie er das vorgelesen hat. Oh, wieso muss ich immer an den Pedo-Ivok denken? Der benutzt doch gar kein Kondom. Oh, nein! Das tut weh, aber ist gut. Okay, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh Gott, das ist auch Gott. Okay. Okay. Oh Gott, Mann! Okay, jetzt komm runter. So. Jüdische Burschenschaften. Lecker bis zum letzten Tropfen. Alter, Es ist beides so verstörend. Ja. Alter, ein Vampir würde sich über das zweite natürlich freuen, Junge. Ja, Der das würde stimmt, das das stimmt. einfach weg. Ich bin halt, Über ich bin halt das ein. erste eigentlich auch. Ja, das passt bei ihm. Aber der Vampir hätte bestimmt so einen schönen Vorrat in so seinem Verlies, könnte er sich. Ja, ich bin halt so ein Vampirfreund, ja. Also, sorry. Ey, Mann, Leon, wieso muss ich ihn so werden? Was war das Lecker denn bis zum für ein. Tropfen ist doch so gut. Ja. Oh Gott. Das hat mir mit dem Vampir ist mir das sofort eingefallen. Was hat Angela Merkel zu Abend gegessen? Ach Mann, halt meint sie, es perfekt gepasst. Naja. Alles klar, boah. Boah, boah, boah. Ja, okay, nee, komm, mach weg. Nee, das ist auch weg. Ja, boah, das ist, ach komm, das man nutze ich da sowieso nicht und dann das. So. Was hat Angela Merkel zu Abend gegessen? Nordkoreanische Freiheitskämpfer. Kleine pinke, fröhliche Alma, die wird die Wiese haben. Das zweite hat eindeutig gewonnen. Ja, hat es. Jawohl! Ja, sag ich da. Lass dich einfach nicht beeinflussen. Nimm das, was du immer als besser Da findest. gab es keine andere Möglichkeit, Ja, Alter. das ist richtig. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt. Ne, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Profit. Alles Könnt ihr da klar. mehrere aussuchen? Ja, also das erste taucht halt bei Schritt 1 auf, das zweite bei Schritt 2. Könnt ihr Schritt 3 nicht auswählen? Nee, Okay. Schritt 3 nicht, da ist kein Balken. Ey, spiel das mal ab. Schritt 1. Underscore, 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 underscore. Schritt 2. Underscore, 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 Mann, underscore, ich würde auch underscore, gern underscore. Drittes, ein drittes. Schritt 3. Schritt 4. Profit. Du Ja. kannst dir das auch anhören. Unten Alles links klar. und unten rechts in der Ecke von der Karte steht der DG. Und da rechts auf den Pfeil drücken. Aha. Ah.
So. Oliver, bist du fertig? Ja. Okay, also Schritt 1. Ein Moment der Stille. Schritt 2. 6. Schritt 3. Punkt, Punkt, Punkt. Und Schritt 4. Schritt 1. Ein Scheiß um die dritte Welt kümmern. Schritt 2. Ohnmächtig auf dem Klo. Schritt 3. Punkt, Punkt. Und Schritt 4. Profil. Okay. Ich würde beide nehmen. Ich hätte das zweite, das erstens, also das, also die erste Karte bei, auf der rechten Seite ist gut, mit der zweiten Karte auf der rechten Seite. Also scheiße, mit dem dritten Welt kommen wir nur an 10. Oder, na gut, oder ein Moment der Stille, nach scheiße um die Welt, dritte Welt. Nee, andersrum, ein Moment der Stille und dann ein Scheiß um die dritte Welt. Ja, okay. Oder ohnmächtig auf den Klo und dann ein Moment der Stille. Nee. Ja, nee, nee, das nicht. Yeah. Oh. Okay. Okay. Leon, wir teilen uns ja einen letzten Platz. Ja, ihr seid halt nur zwei billige Projekte, ja? Okay. Alles klar, Oliver, ich sag dir gleich was. Und einer von euch wird jetzt erster mit mir werden. Okay. Lieber Sebastian, ich habe derzeit Probleme mit und ich hätte gerne deine Meinung dazu. Alles klärchen. Oliver scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein. Mhm. Sehr gut. Na dann, lasst es bombardieren. So, lieber Sebastian, ich habe derzeit ein Problem mit Viagra und hätte gerne deine Meinung dazu. Und da, lieber Sebastian, ich habe derzeit Probleme mit Maria, die Schlampe, die ihren Mann Josef mit dem Gott betrogen hat. Und ich hätte gerne deine Meinung dazu. Das bringt mehr. Ja. Das bringt echt mehr. Sorry. Oliver, wenn ich dir jetzt sage, was ich getippt habe, willst du meins, damit wir ihn fertig machen? Ja. Nee. Ich kann nicht glauben, dass sie ihr Kind tatsächlich Punkt, Punkt, Punkt genannt hat. Ihr habt wahrscheinlich jetzt einer, den und der andere Leon. Okay. Ja, okay. Das zweite ist besser. Ja, eigentlich ja schon. Es ist beide scheiße. Das zweite ist halt einfach besser. Ja, es war halt wirklich besser. Ja, ich weiß. Ein romantisches Essen bei Kerzenschein wäre unvollständig. So. Ja, doch, lassen wir mal. Mach das weg. Das ist doch auch Kacke, auch Kacke. Nee. Ja, ja. Pff. Es passt einfach am besten. Alles klar, alle führen, alle sind letzter Platz. Solche Versager. Ja, echt mal. So, alles klar. Du kannst übrigens auswählen. Was war das denn jetzt? Ein romantisches Essen, Kerzenschein wäre unvollständig, ohne gleichzeitig alles gegen Tod zu. Ein romantisches Essen bei Kerzenschein wäre unvollständig ohne russische Keller. Das erste ist eindeutig besser. Jawohl! Ja, das zweite war halt eben doch einfach besser. Ist halt so. Okay, ja, lassen wir das.
Okay, Mann, ich klinge irgendwie schon so mega abgehoben, das will ich ja eigentlich gar nicht. Das mache ich nur bei diesem Spiel hier. Nein, das stimmt nicht. Immer wenn ich privat RW-Spiel habe ich dann fertig. Was? Also, es gibt gerade zwei, die so gut wären. Während des Sex mag ich es über nachzudenken. Ach komm, es gibt drei, die so gut wären. Oh, ich habe zwei, die so gut passen. Alles klar, dann holt mal hier die Bombenrunde raus. Alles klar. Während des Sex mag ich es über ein kaputtes Kondom nachzudenken. Ja, das passt auf jeden Fall beim Sex, ja. Guter Start. Ja, kann man mal machen. Während des Sex mag ich es über Nutten nachzudenken. Ja, okay, das ist besser einfach. Ey! Ich hätte das zweites was noch genommen, hoch. Was hoch? Hoch, hoch, runter, links, rechts. Ja, auch nicht so schlecht. Alles vielleicht klar. Vielleicht wurde sie ja mitgeboren. Vielleicht ist das. Diese Stille. Ja, schauen wir mal, was wir hier haben. Übrigens, Lichtblitz ist wirklich ein Spiel. Das ist ein Spiel. Oliver, wir sind doch beide nur Projekte. Ja. Vielleicht wurde sie damit geboren. Vielleicht ist es der Tag des jüngsten Gerichts. Vielleicht ist es Rassismus. Sind beides nicht der Brüller. Ja. Da musst du jetzt wirklich entscheiden, sind beide lame. Oliver, sei ein guter Teammate. Wir wollten uns doch gegen ihn. Danke. Ich hab's mir irgendwie schon gedacht, weil du so beim ersten so gesagt hast. Ich hab beim zweiten auch gesagt, beziehungsweise am Ende gesagt, beide sind nicht der Boden. Jetzt neu im Kino, Punkt mal Punkt der Film. Oliver. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts. B.A. Jetzt neu im Kino. Setz dich da. Gute Nacht. Okay. Okay, jetzt neu im Kino. Blue Team ist so. Okay, geht im Prinzip beides in dieselbe Richtung, nur blutige Menstruation ist noch brutaler. Noch, ja. Oliver, was wolltest du mir denn empfehlen zu nehmen? Nee. Besser. Alter, ernsthaft jetzt? Das ist dafür, dass du uns Projekte genannt hast. Ich hab euch nicht Projekte genannt. Okay, doch, hab ich aber. Warum? Ich hab nichts. Oliver, willst du auch überspringen? Nee, ich hab was. Okay, dann bleiben wir auch dabei. Vapianos neues Spezialgericht ist im Übrigen ein Italiener. Komm. Ich das. Alles klar. Vapianos neues Spezialgericht. Tote Kleinkinder. Alter, so neu. Neu und extra würzig. Okay. Ohne Knochen. Ohne Knochen. Vapianos neues Spezialgericht. Ein Schimpanse, der eine Zigarette raucht. Ich bin gegen Zigaretten, sorry. Dann sehe ich lieber tote Kleinkinder. Aber das hat der Frau auch gemacht. Oh Gott. Und Leon. Leon droht schon wieder zu gewinnen.
Ich habe Lost überlebt. Ich habe überlebt. Das ist keine zweite Staffel von Yumi and the Pox rauskam. Ich will gar nicht da drauf drücken. Komm, ich habe die Jungfräulichkeit der Tochter beim Poké. Verloren. Ja. Ja. Wow. Ich war gerade, hä? What the fuck? What? Ernsthaft? Damit immer einer von uns den Sieg davon trägt. Ihr wusste, dass es meins ist. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich dachte ich sogar, dass deins das andere wäre. Wow. GG, Leute, GG. Ja, Leon ist einfach der lustigste von uns. Ja, einfach mal liefen. Wow. Schlechter Verlierer. Alles. Alles klar. Alles klar, ihr Scheißprojekte. So, jetzt beende ich die Folge. Schaut noch bei meinen anderen Projekten vorbei und wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Warte, schaut noch bei uns, bei The Direwolves und Gamertrax vorbei. Tschüss. Gamertrax ist nicht unbedingt nötig, aber. The Direwolves ist scheiße. Hey. Disliken, haten. Oh Future Gott. Gaming vielleicht auch noch, wenn ihr dabei seid. The Direwolves haten. Alles klar. Tschüss. Wenn ihr schon dabei seid, dann geht auch mal zu Gamertrax. Halt's Maul, die Schnauze und jetzt tschüss. Da ja, wo ist okay. Helden, tschüss. Oliver, wir machen das falsch. Stopp. Oliver, wir sagen einfach zusammen Future Gaming Helden. Future Gaming Helden, tschüss. Gamer Praxis Helden, tschüss. Halt's Maul, ja, übelster YouTube Beef jetzt hier. Du bist ein YouTube Beef, du bist Beef. Echt so. Halt die Alles Schnauze klar. Mal, okay, gut, jetzt habe ich upgraded, jetzt vorbei. So. Alles klar. Ich kann auch nicht mehr joinen. Perfect. Alles klar. Okay. TTT ist voll, also ja. Tschüss. Gut, dann würde ich sagen, liebe Zuschauer, wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Ich habe das letzte Wort. Tschüss. Warte doch mal jetzt. Nein, ich habe das letzte Wort. Du kannst ja auch das letzte Wort haben. Nein, du kannst es haben. Du Kackspast. Nein, alles klar, jetzt ist es wieder wie YouTube, wie vier Tricks und so. Nein, ich hab das letzte Wort. Tschüss. Oh Gott. Auf Wiedersehen, bye bye. Oh. Guten Tag. Okay. Nein, er kriegt das Wort nicht, dann ist er die Aufnahme. Nein, dann muss ich ihn nicht. Jetzt wohl nein, leider leise machen, nein, ja? Du kriegst. Nein, so? Du kriegst. Okay, nein, tschüss, nein. Tschüss. So, okay. Und. Alles klar. Ja, tschüss. Gut, dann wünsche ich euch jetzt tschüss. Noch einen. Okay. Tschüss. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen guten Tag. Schaut tschüss. Noch bei meinen anderen Projekten vorbei und. Und. Ja! Und, ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Schaut noch bei meinen anderen Projekten vorbei. Schaut auch gerne bei den anderen Kanälen vorbei. Also bei The Dire Wolves und The Gamer Praxis. Ja, genau. Genau. The Gamer Praxis, Alter, der mir richtig lief. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hier ist richtig tschüss. Salz am Werk. Tschüss. Ja, hier, tschüss, nein, hier kommt der Salty Gott. Ich mach dich gleich zu Salz. Ich hab zweimal gewonnen, ihr seid gar nichts. Tschüss. Okay, alles klar. Tschüss. Und mit tschüss. Diesen Worten tschüss. Wünsche ich euch noch einen tschüss. Wunderschönen guten ja, Tag. Tschüss. Und wir nein, sehen tschüss. Uns morgen tschüss. Wieder. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Nein, tschüss. Wir sehen uns dann beim nächsten Video tschüss. Wieder. Tschüss. Nein, tun wir nicht. Das war die letzte Aufnahme. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss.